Ich begrüße euch recht herzlich wieder zurück im Landanflug auf Doha International. Da unten sehen wir bereits die Hochhäuser vom der Hauptstadt des Emirats Katar. Wir befinden uns im Anflug. Hier ist der Flughafen noch etwas verschwommen. Doha International. Hier hinten, na, wir befinden uns gerade im Turn. Hier hinten ist der alte Flughafen, der seit Mai 2014 geschlossen ist. Wir landen jetzt hier auf dem anderen, der nicht geschlossen ist. Wie ihr seht, Terrain Display, ein neues Feature im Airbus. So, wir setzen die Flaps auf 3. Approach Phase ist aktiviert. Altitude Final. Approach Enough. Ja. Finden uns ein bisschen rechts drin und dann gleich nach links. QNH 1013. Temperature sagen wir mal 20. 00/00. 145 ist unser Landing Speed. Und Flaps full. Dann drehen wir jetzt hier auf die Runway ein. Hier sehen wir schön die Küstenlinie. Sehr schön gemacht. Und wir sehen hier auch, dass der Flughafen eigentlich im Wasser liegt. Und wie wir sehen, befindet er sich auch zusätzlich noch im Nebel. Also ist aufgeschüttet worden eigentlich, ja. So. Gear down. Sind noch 7,5 Meilen bis zur Runway. Wie ihr gehört habt, haben wir bereits die Ansage für 2500 bekommen. Heißt 2500 Fuß über dem Boden. Sind wir jetzt hier auch, sind 680 Meter. Ja, viel zu machen gibt's nicht, weil wir sehen nichts. Ich werde erst manuell fliegen, wenn die Runway in Sicht ist. Ich meine hier vorne schon die Puppy Lights erkennen zu können. Hier und da von der 16 links. Wir landen auf der 16 rechts. Wenn es etwas deutlicher ist, werde ich die manuelle Kontrolle übernehmen. Solange schauen wir uns hier noch ein bisschen wunderschöne Scenery an. Hier Taxi to Gate. Doha Downtown. Nicht schlecht. Schön, im Anflug kommt man dann nochmal vor der ganzen Stadt vorbei. So, ja, da haben wir eindeutig die Puppy Lights Inside. Hier hinten rechts, da sind die Puppy Lights von dem alten Flughafen. Leider ist er im ICAE-Traffic immer noch aktiv. Da sind die meisten Flugzeuge. Am neuen sind relativ wenig. Aber wir fliegen da jetzt hin. Noch ein Update und dann wird das bestimmt behoben. So. Autopilot off. Manual Flight. Wenn wir im Anflug sind, kann ich noch ein bisschen erzählen. Ich habe heute erfahren, dass Blackbox plant, noch im Januar 2015 den A330 zu releasen. Ja. Wie viel Vertrauen wir... Oh, ich werde hier gerade ganz schön... Ja. Wie viel Vertrauen wir da drin haben können, dass das wirklich stimmt, ist die Frage. Denn ursprünglich ist es ja auch, dass sie sicher sind, dass sie ihn vor Weihnachten releasen, also. Wer weiß. Lassen wir uns mal überraschen. 400. Three hundred.
Caution, taxiway. Caution, taxiway. Ja, der Bus kennt den Flughafen ja auch noch nicht. 200. Das ist kein Taxiway, das ist eine Runway. 100. 70, 60, 50, 40, 30, 20. Retard. 5. Und das sind wir unten. Reverse. Eilen hier ein bisschen über die Runway. Da, das mit dem in der Mitte aufkommen. Muss ich noch ein bisschen üben, aber ansonsten. Bisschen hart, aber doch schön. Ich war ein bisschen abgelenkt von der Scenery, muss ich ehrlich sagen. Reverse off. Flaps up. Dann. Lights off. Und dann nehmen wir hier doch mal Lima 3 raus zum Terminal. Die Bremsen hören sich komisch an hier gerade. Das Schlimme ist beim Airbus Differentialbremse, wenn man um die Kurve fährt und dabei bremst, dann reißt es einen rum, weil vom Hauptfahrwerk, eins der Hauptfahrwerke eben gebremst wird, das andere nicht und dadurch dreht man sich da ein bisschen. Ja, ich denke, wir gehen da gleich mal da vorne an das Terminalgebäude ran. Hier sehen wir den neuen Flughafen von Doha. Ja, das Fenster können wir jetzt zumachen. Wie ihr seht, ist hier nichts los. Wie gesagt, das liegt ein bisschen am ICAE-Traffic, in dem noch die alte Scenery aktiv ist. Hier stehen nur wenige Flugzeuge rum. Kann ja hier mal gucken. Sehen wir den Flughafen von oben. Und da hinten stehen ein paar und da. Das war's. Und wenn ich jetzt mal rauszoome, hier ist der alte und da stehen deutlich mehr. Aber what's all's? Er fliegt schon zum Alten. So, ich habe ein Problem. Ich bin nämlich auf dem falschen Taxiway. Aber das Problem können wir ganz einfach umgehen, indem wir querfeld einfahren. Ich finde es sehr schön gemacht hier, die ganzen Streifen am Boden. Taxi to Gate macht ja sehr schöne Add-ons immer. Bin ich ein Fan von. Charlie 10. Schön mittig sind wir drauf. Und stopp. Parking Brake ist set. Gehen wir mal rein. Terrain Display. Terrainanzeige auf dem Display brauchen wir nicht mehr. Stopp, ja. Okay, sind wir nicht too far. So, wir machen Left and Right Engine off. Die APU läuft hier bereits. Drehen wir hier mal wieder Standard-Dinger rein. So, jetzt. Okay. Die APU läuft. Jetzt. Ground Service natürlich. Alles rein. Können wir jetzt hier auch schön die externe Power connecten. APU aufmachen und die Fuel Pumps all off. Beacon off, Strobe ist ja bereits, Taxi off, hätte ich vorher machen müssen.
Seatbelt Signs on und ich bin heute ein bisschen durch den Wind. Seatbelt Signs off, so war das. Flight Director auch. Off. Und damit herzlich willkommen in die Doha. Wunderschön. Können wir diesmal ja hier vollkommen und alles machen. Ground Services, ah ne. Aircraft Doors, genau. Front Left, Front Left, After Left. Front und After Cargo. Können wir hier noch schön. Deboarding, please. Eins war das. Boah. Ja, und das war's dann schon wieder für den Flug. So schnell kann's gehen, war ja nur ein kurzer Abstecher. Wie gesagt, ich hatte nicht so viel Zeit. Mit dieser wunderschönen neuen Scenery. Ich habe sie mir vor Weihnachten genau im Sale gekauft, weil sie mich interessiert hat. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit ihr. Kann ich nur empfehlen, Link in der Beschreibung. Ist, finde ich, sehr gut gelungen. Hier, wenn man auch auf den Boden schaut, diese typischen Ritzen, sage ich mal, also die Oberfläche vom Beton, dass da eben Rillen reingefräst sind, damit das eben ein bisschen bessere Grip, sage ich mal, gewährt. Leider noch ein bisschen leer, wie gesagt, das liegt aber nicht an dem Addon hier, sondern am ICE AI Traffic. Ansonsten, wie gesagt, super schönes Addon. Gefällt mir. Eine schöne Erweiterung neben Dubai noch Doha als zweiten. Ja, Golfstadt und da hinten im Hintergrund im Nebel hier die Skyscraper Hochhäuser von Doha. Und wie wir sehen, die Dohanesen machen hier mehr grün. Hier sieht man auch ein bisschen die Grenze von dem Addon, weil ich glaube, dass dieses Grüne von dem Addon hier mit beeinflusst wird. Und das hier ist eben dann Standard Rex FSX Blau im Meer. Ja, auf jeden Fall, das war's schon wieder für diese Folge. Erinnert ein kleines bisschen an Hongkong, muss ich sagen, von der Form oben hier mit dem. Aber naja. Wirklich große Erweiterungsmöglichkeiten haben sie gar nicht. Auf jeden Fall, ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen und hoffe, wir sehen uns dann in einem der nächsten Flugvideos wieder. Ja, bis denn, haut rein, euer Ben2740. Ciao.